Ich sollte Miles anrufen. Hey Pete, alles okay? Das wollte ich dich fragen. Mir geht's gut, aber du und May seid mittendrin. Viel zu tun, aber die Leute brauchen uns. Und ich tue lieber was, als abzuwarten, bis jemand kommt und das in Ordnung bringt, weißt du? Ja, verstehe ich. Aber ihr müsst euch schützen. Maske und Handschuhe. Und macht auch mal Pause. Das gilt besonders für May. Keiner kann diese Frau zu einer Pause zwingen, wenn sie nicht will. Aber ich tue mein Bestes. Danke, Miles. Grüß May von mir. Passt auf. Der Wasserspeicher. Aber wo ist Scorpion? Das sehe ich mir genauer an. Wenn ich ein Söldner in einem Skorpionkostüm wäre, wo wäre ich dann? Hinter dir! Ginge es nach mir, wärst du tot. Aber Octavius zahlt. Und er will dich foltern. Das respektiere ich. Mist! Was hat er mir da gespritzt? Wow, was zum... Ist das ein See aus Gift? Kann nicht sein. Das kann nicht real sein. Muss das Gift sein. Aber ich darf kein Risiko eingehen. Ich muss an einen höheren Ort und analysieren, was er mir gespritzt hat. Erstmal sicher. Ich muss das Nervengift analysieren und ein Gegengift mischen. Scorpion hat es verbessert. Halluzinogenes Nervengift. Mein Gehirn erschafft Schrecken, die mein Körper für echt hält. Schnell, ich muss ein Gegengift mischen. Zuerst brauche ich ein natürliches Steroid. Extrakt der Eclipta-Alba-Pflanze sollte gehen. Das ESU-Gewächshaus ist in der Nähe. Hoffentlich ist jetzt Saison. Gewächshaus! Im Gewächshaus sollte ich Eclipta Alba finden. Da ist sie! Aha, wo ist sie hin? Ist das echt? Oder nur in meinem Kopf? Kann beides sein.
Doc? Das sind nur stärker werdende Halluzinationen. Du stehst das durch. Doc? Sie klingen... Wie damals, bevor die neurale Schnittstelle integriert wurde? Meine Obsessionen waren immer da, aber mit der Schnittstelle wurden sie ganz mein. Ich muss das in Ordnung bringen. Sie... irgendwie... Ah, Peter. Immer bereit, Verantwortung zu übernehmen. Auch wenn es hoffnungslos ist. Sie ahnen ja gar nicht, wie tief ihr Optimismus mich weitermachen ließ, wenn die Lage düster wirkte. Ich werde sie vermissen. Wirklich. Tut mir leid, Doc. Tut mir so leid. Ja, ja. Es tut Ihnen leid, aber... Sie lassen es zu. Da fragt man sich nach Ihren Prioritäten. Ich meine... Da ist der Krypta Alba. Hilft kurz. Aber für ein dauerhaftes Gegengift brauche ich ein Antitoxin. Eine von Harrys Forschungsstation entwickelt ein synthetisches Atropin. Ich muss schnell dorthin. Riesige Skorpionstacheln. Traumhaft. Danke, Gehirn. Die Stille krieg dir die Angst. Scorpion? Woher hast du diese Nummer? Immer diese völlig uninteressanten Fragen. Frag nicht, wie rufe ich dich? Frag lieber, rufe ich dich? Vielleicht ist das nur ein Schneiden sterbenden Hirns. Echt oder nicht? Wenn ich das Gift los bin, bist du dran, Mac! Große Worte vom kleinen Insekt. Viel Spaß mit den rosa Elefanten. Das Atropine. Das Atropine ist weg. Schon wieder. Du kommst zu spät, wie du auch mir zu spät geholfen hast. Das sind nicht Sie, Doc! Ah, aber das bin ich. Das ich, das die Gesellschaft als unbequem empfand. Das, was ich unterdrückt habe. Und auch dank dir bin ich jetzt frei. Du bist ein Versager. Leben, Liebe, Karriere. Du bringst nur Schmerz. Hören Sie auf. Ich gebe Sie nicht auf. Bitte reden Sie mit mir. Ich kann helfen. Damit Sie mich wie die anderen behandeln, mich fesseln, mich ersticken? Nein. Ich will strahlen wie meine Genialität. Sie gesehen. Mit den Notizen. Sie stahlen Ideen, haben mich verraten. Und sie habe ich Freund genannt. Ich bin Ihr Freund, Otto, bitte. Ich habe Sie immer unterstützt und mach das auch weiter. Unterstützt, indem Sie meine Ideen an Norman verkauften, meine Arbeit sabotierten. Da ist es, das Atropin. Labor. Norm noch da? Und fast geheilt. Sorry wegen der Blitz.
Pläne und so. Oh, Spinne, keine Sorge. Es kommen noch mehr Überraschungen. Wir werden uns schon sehr bald wiedersehen. Ah ja, klar. Geht die Zeit aus. Ich muss das Gegengift mischen. Endlich. Das echt. Mein Genie stehlen! Alles, was jetzt passiert, ist deine Schuld! Ich wusste, du lachst über mich! Wir alle! Meinst du, ich vergesse dich? Scorpion, bist du echt? Halt still, dann weißt du's. Das ist meine Chance. Noch eine Halluzination. Zumindest mit imaginärem Glaskinn. Das wird nicht einfach. Doch, wird. Jetzt weiß ich, dass du mich nur ablenken willst. Komm doch! Wenn er anhält, kann ich ihn treffen. Einer weniger. Du bist ein Loser und du wirst immer einer sein. Ich darf nicht auf ihn hören. Ohne dich wäre diese Welt besser dran. Und das weißt du. Ich muss ihn erledigen und mich konzentrieren. Alle um dich herum leiden. Das ist wie mit Internet-Trollen. Man haut einen um, der nächste kommt. Sehr schön. Nur noch ein paar. Wenn ich dein Onkel wäre, wäre ich auch in der Kugel gesprungen. Meine innere Stimme ist echt mies drauf. Noch einer weniger. Noch einer! Schon bemerkt, dass es MJ besser geht, wenn du nicht da bist. Denk mal drüber nach. Würde lieber gegen den echten Skorpion kämpfen, als gegen mein Gehirn. Jeff Davis ist deinetwegen tot. Du hast die ganze Familie zerstört. Ein Tritt in meine Schuldgefühle. Ich hoffe, das war's jetzt. Ich kann kaum noch stehen. Da, das Gerät, das ich brauche. Endlich. Ich spüre, wie mir die Zeit... Das sollte reichen. Wo ist mein Anzug? Das war wohl etwas zu viel Dekontaminierung. Ich zieh mir lieber was an. Viel besser. Ich leg dann mal los und vergesse, dass das hier passiert ist. Parker,
Sie hören zu, ja? Sie beobachten. Merken sich alles. Stehlen. Wem haben Sie von der neuralen Schnittstelle erzählt? Von meiner Arbeit? Naja, es endet hier, Parker. Ich habe Ihnen vertraut. Aber statt mein Genie zu erkennen, taten Sie was? Sie wollten alles vernichten. Haben mir Mängel unterstellt. Es gibt keine Mängel. Es ist wunderbar. Eine perfekte Erweiterung des Gehirns in die Welt. Gedanken, die durch diese arme Form annehmen. Und ich habe nur noch... Parker meint, die Schnittstelle sei gefährlich, aber der Junge ist Anfänger. Hat noch nie was erschaffen. Das lasse ich nicht zu, Doc. Die neurale Schnittstelle facht Docs Wut an. Vielleicht gibt es für ihn kein Zurück mehr. Militäraufträge. Er hat die ganze Zeit Ausrüstung für meine ärgsten Feinde entworfen. Fand es wohl lustig, dass ich direkt nebenan an Spider-Mans Ausrüstung gearbeitet habe. So viele schöne Erinnerungen. Doc ist der klügste Mensch, den ich kenne. Und jetzt vielleicht der gefährlichste. Doc hat die Arme nicht nur verstärkt, er hat sie in Waffen verwandelt. Ich bin nicht fit. Ich muss das Gift aus dem Körper kriegen, bevor ich mir die anderen Schurken vornehme. Zeit für eine kleine Runde.